Willkommen bei Hogwarts Legacy, wo ich irgendwie immer noch den guten Lodgok suche und versuche auch hier in diesem Labyrinth irgendwie, ja, klar zu kommen. Was ja nicht so einfach ist, was beim letzten Mal schon ziemlich schief gegangen ist. Rivelia. Aber wir gucken mal. Ich bin guter Dinge, dass wir es irgendwie hier ausschaffen werden. Also, nach dem Intro gehe ich das hier an. Rebellion. Viele interessante Dampfmaschinen. Leviosa! Ach hier! Signarium Leviosa! Leviosa! Ach hier! Signarium Leviosa! Rivelia. Ein Schloss auf Stufe 3, was mag ich das nicht? Ich hasse es förmlich. Und alles nur, weil ich nicht genug von diesen Demigeistern finde. Rebellion. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Okay. One more time. So, der läuft jetzt aber, ne? Ja. Dann ist das wahrscheinlich der Motor, der das Ding da oben antreibt, was ich beim letzten Mal halt eben nicht hatte. Okay. Und der Stufe 3 Schloss ist halt eben Schicksal. Ach hier. Thank you.
hier. Ich hoffe, dass Lockhart ihm nicht über den Weg läuft. Ganzes Bein! Wohin führt er wohl? Jetzt wurde er offenbar nicht. Ich werde nicht ruhen. Bist du? Was fällt dir ein? Ein Anhänger weniger, Renrock. So. Reveal. Erstmal nicht. Die Geräte werden mit Dampf betrieben. In Zentren. Ich hoffe, ich erreiche Renrock vor Lockhart. Reveni. Jetzt zu dem einen, wo ich den Schalter umlegen muss, langsam. Ein weiterer Bohrer ist fertig. Die Welt der Zauberei wird zerfallen. Ich kann das beenden. Ich muss den Bohrer zerstören und Renrocks Anhänger aufhalten. Schön, dass du mal vorbeikommst. Im Himmel. Ein Ende ist es. Kruzio. Bringen wir es hinter uns. Ich bin ja auch. Bombarda. War echt knapp. Hui. Das war knapp. Was ist ich muss den Bohrer irgendwie stoppen. Wie stoppt man denn so einen Bohrer? Bombarda! Bombarda!
Ja, ich. Das ist ungünstig. Aber egal. Wir bauen noch einen. Ich habe den da draußen gefunden. Lord Gog. Willst du dich entschuldigen, Kleiner? Ich will es beenden. Was hast du mir mitgebracht? Das kann nicht sein. Die ganze Zeit wusstest du, wo es war? Nicht! Geht es dir gut? Ich werde dich nie verstehen, Lord Gog. So naiv. Die Hexe hielt dich nicht für ebenbürtig. Sie, wie alle anderen ihrer Art, hat dich doch nur benutzt. Das stimmt nicht, Renrock. Die Jüngeren sind besonders tückisch. Man lehrt sie, ihre Verachtung zu verstecken, um uns auszunutzen. Unfassbar, dass unsere Vorfahren sich jemals vertrauten. Die ganze Zeit suchte ich überall das letzte Behältnis. Ich suchte vergeblich nach Blackwars letztem Buch. Verschwendete meine Zeit, Kind. Und mein Bruder wusste die ganze Zeit Bescheid. Aber ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche euch alle nicht. Ich wollte es dir bringen. Du bist eine Schande für die Kobolde. Nein! Avada Kedavra! Armer Lord Gog. Vom eigenen Bruder ermordet. Deshalb hat er so sehr versucht, ihn aufzuhalten. Und jetzt? Nichts wie raus hier. Wie ist das bitter. Aber anscheinend haben die beiden sich ja jetzt auch richtig zerstritten, ne? Das war der falsche.
Okay, kein verbündeten Kobold auf alle Fälle mehr. Ich muss mich mit Fake in der Kartenkammer treffen. Er und die Hüter müssen erfahren, dass Ranrock das Tagebuch hat und weiß, wo das letzte Behältnis ist. So, die Kartenkammer. Dann schauen wir mal. Hoffentlich hat Professor Fig meine Eule bekommen. Er und die Hüter müssen von Ranrock und dem letzten Behältnis erfahren. Laut der Eule, die ich erhalten habe, bewegt sich Ranrock schneller, als wir es erwarten konnten. Eine wahrlich schlechte Nachricht. Wir hatten uns mehr Zeit erhofft, um das beste Vorgehen zu besprechen. Hören wir, was das Kind zu sagen hat. Professor, Sie haben eine Eule erhalten. Ranrock hat das letzte von Bragbors Tagebüchern. Er hat Lodgok dafür getötet. Er weiß, wo das letzte Behältnis ist. Bei Godrics Herz. Lodgok und Ranrock waren Brüder. Lodgok wollte mir das Tagebuch bringen. Ranrock ist ein Monster. Wir müssen wissen, wo das letzte Behältnis ist. Das ändert die Lage wirklich. Ranrock hat Bragbors Tagebücher und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Wir haben Bragbors Gedächtnis gelöscht. Er führte Tagebuch? Aber warum hat er alles festgehalten? Er wusste nicht, was wir versteckt hielten. Isidora erzählte Bragbor von dem Zauber, als sie ihn bat, einen Behälter zu bauen. Ich kenne ihre Erinnerungen. Isidora hat also Erinnerungen hinterlassen? Sie wissen, was sie getan hat? Die Erinnerungen zeigen, was sie für ihren Vater getan hat. Das war auch in Professor Rookwoods Denkarium. Und ein Gespräch mit Bragbor, in dem sie äußerst frustriert war, dass sie in ihrer Nutzung der alten Magie eingeschränkt wird. Gemessen an den Erinnerungen, die er gesehen hat, denke ich, dass unser junger Freund sich der Schwere der Lage durchaus bewusst ist. Die nächste Prüfung erfordert außergewöhnlich hohe Zauberkunst und auch einen differenzierten Umgang mit Tierwesen. Finden Sie ein Antlitz aus Stein und Ranken. Ich sollte erwähnen, dass Sie mit jedem Tierwesen bei dieser Aufgabe allein zurechtkommen müssen. Professor Bakar trifft sie bei seinem Denkarium. Eine außergewöhnlich hohe Zauberkunst? Ein differenzierter Umgang mit Tierwesen? Wir sollten uns wohl auf die Suche nach einem Antlitz aus Stein und Ranken machen, was das auch sein mag. Also gut. Professor Weasley behält mich im Auge. Vielleicht sollten wir uns dort treffen, damit sie keinen Grund hat, bei Professor Black Bedenken anzumelden. Wir treffen uns bei der Küste. Vielleicht können Sie mir dann mehr über Isidoras Erinnerungen erzählen, die Sie erlebt haben. Noch zwei Tierwesen im Gepäck, die ich loswerden muss. Ricardo hat mir mehr zerbrochene Gläser zusammengesetzt, als ich zählen kann. Entschuldigung.
Scheibe. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung. Haut. Und eines Grabhorns. Damit kann ich eigentlich ausbauen, ne? Damit kann man wirklich nichts falsch machen. Wahrlich eine gute Wahl. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Und eines gab. Okay. Habe ich den bis jetzt noch nie gefunden. Hallo, Homura. Die habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Sind noch 9 Demigeist-Statuen und über 30 Handbuchseiten. So Angucker habe ich Hogsmeade anscheinend nie richtig untersucht. Ja? Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Hallo, Homura. Der neue Hof hat gar nicht so viele. Die mega Statuen, ja. Warte mal hier. Eine große Sammelaktion starten. Zum Beispiel ein Schloss. Rebellion. Zischende Wispies. Brausekugeln, die nach.
Anakin. Alohomora. Versprochen, dass ich da sein würde, wenn sie sich mit ihm in der Katakombe trifft. Aber jetzt bittet er sie, sofort mitzukommen, und zwar allein. Sie sagt, er klinge nicht wie er selbst. Wir treffen uns in der Katakombe, sobald es möglich ist. Ich hoffe, mein Federkiel hat meine Botschaft klar ausgedrückt. Neue Aufgaben. Revelio. So, was war das jetzt für eine Aufgabe? Avada Kedavra. Das hat Vorrang. Mein letzter Fluchzauber. Sollte ich mit den Talentpunkten noch einen Moment warten? Entschuldigung, aber würden Sie wohl einer alten Frau helfen? Noch eine Aufgabe. Ist alles in Ordnung? Oh, was für ein Segen. Danke für die Nachfrage. Ich bin Betty. Betty Buckbrook. Und nein, nichts ist in Ordnung. Es geht um meine liebe Freundin Hazel. Sie ist in Gefahr. Hazel? Ja, sie ist ein Einhorn. Ich kenne sie seit Jahren. Sie verlässt den Wald nur ungern. Darum besuche ich sie einmal in der Woche, bürste ihr die Mähne und bringe ihr Leckerbissen. Oh, ihr Fell ist prächtig. Nun, als ich das letzte Mal bei ihr war, wurden wir von einem Wolfsrudel brutal angefallen. Hazel, treu wie sie ist, sprang vor mich, um mich zu schützen. Ich fürchte, dabei könnte sie verletzt worden sein. Es tut mir leid, das zu hören. Ich will ihr helfen, aber sie scheint sich versteckt zu haben. Aus Angst, nehme ich an. Ich weiß, dass Sie in Hogwarts viel über die Pflege von Tierwesen lernen. Vielleicht können Sie meine Einhornfreundin finden und sie an einen sicheren Ort bringen, damit sie gesund werden kann. Wie sind Sie einem Einhorn denn so nahe gekommen? Es war einfach Glück. Ich begegnete ihr, als sie noch ein kleines, goldenes Fohlen war. Sie hatte noch nicht mal ein Horn. Sie hat mir sofort vertraut. Wir haben immer stundenlang zusammengespielt. Oh je, ich hoffe, es geht ihr gut. Einhornhaar ist ein wertvoller Zauberstabkern. Und ich schätze, ein oder zwei Haare weniger tun ihr nicht weh. Aber ich habe Angst, dass die Wilderer es auf ihr Blut abgesehen haben, um sich selbst am Leben zu erhalten. Und allein den Gedanken daran ertrage ich nicht. Ich halte nach Ihrer Einhornfreundin Ausschau und bringe sie in Sicherheit, wenn ich sie finde. Oh, Sie haben eine gute Seele. Sowas erkenne ich sofort. Aber bitte bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr. Ich weiß nicht, wo genau sie ist, aber ich kann Ihnen sagen, dass ihre Höhle nördlich von Hogsmeade liegt. Und obwohl ich sie in letzter Zeit nicht bürsten konnte, kann ich mir vorstellen, dass sie immer noch das glänzendste und schönste Fell der ganzen Herde hat. Okay, das einzigartige Einhorn. Und wir haben die Mission endlich bekommen, den Todesfluch zu lernen. Das ist doch was. Ich muss nach einem Einhorn mit strahlend hellem Fell suchen. Sie scheint in Schwierigkeiten zu sein. Bis zum nächsten Mal bei Hogwarts Legacy.